Moin! Schönen Wecker schellen, am Samstagmorgen vergessen abzustellen. Jetzt wird schon hell und ich kann nicht mehr schlafen. Was für eine Folter, der Herrgott will mich strafen. Das ist ja Atem, das ist ja widerlich. Da kriegt man Ranzenütze, nee, das vertrage ich nicht.
Bad, Teilzimmer, Küche, Bad, das ganze Jahr auf Wohnungssuche, oh Leute, das war hart. Und der Vermieter sagt, es ist für sie frei. Für die Schrankwand und sie sind dabei. Das ist ja ätzend. Das ist ja widerlich. Da kriegt man Ranzenwitze. Nee, das vertrage ich nicht. Kuchen, das Geld wird überwiesen. Das ist ja widerlich. Da kriegt man Ranzenwitze. Nee, das vertrage ich nicht. Das ist ja ätzend. Das ist ja widerlich. Da kriegt man Ranzenwitze. Nee, das vertrage ich nicht. Nee, das vertrage ich nicht. Na, 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 na. Dankeschön für den Empfang. Vielen Dank. Gut. Können wir gebrauchen. So, nächstes Stück heißt Frag mich nicht.
ist nur weiß und er sieht. Und jetzt lässt du dich verschaukeln von dem Analphabeten. Oh, 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 frag mich nicht, wie's mir geht. Geht es noch lauter? Kannst du das noch ein bisschen lauter machen, ne? Bisschen kräftiger rücken. Das wäre nett. So, im nächsten Stück geht es darum, immer wenn man irgendwas gemacht hat, egal was das ist, ob man jetzt was gemalt hat oder sein Auto repariert oder scheißegal, immer wenn man sich nicht ganz sicher ist, ob das so gut war, was man da gemacht hat, aber man denkt eigentlich doch, so schlecht war es nicht und überlegt und naja. Und auf einmal kommt so eine Stimme eines unsichtbaren Wesens, tippt einen so an und sagt, hier alle, was du da machst, ist absolute Scheiße. Und dieses Wesen heißt in seinem Stück Harvey, mein Freund Harvey. Sowieso keiner von den Besten sein. Hab mich nun zum Blühen einen abgezappelt und mal Dreck ab am Wochenende fährt. Ging ich und Robin Redford gleich und doch für einen war das immer verkehrt. Später wollte ich nun Schreiner werden, so kleiner Schmerz Michelangelo. Vergeb ich das Segen, er war dagegen, du bist halt zu dämlich und so. Hab mich trotzdem bemüht, mir einen abgezappelt und da hat er sich sofort beschwert. Das mit mir an der Fresse sei doch alles Käse, überhaupt wär ich bedauernswert. Ja, ich will schon seine Blicke. Jedes Mal, wenn ich was mach, sein Gesetz kann keine Lücke. Runterputzen ist sein Lieblingsfach. Zum Beispiel jetzt gerade eben, denn ich liege leicht verlegen neben dir. Du gehst ganz leise übers Kissen, sieht alles so friedlich aus. Ey, was ist denn das für Tuschel in der Fort? Da kommen ja Zahltafeln raus. 3,9, 2,7, 3,3, 0,6. Ja, ich spür schon seine Blicke. Bin perplex, doch dann hab ich's kapiert. Das war ja. Das war Harvey, hat das Ganze hier organisiert. Wer steht immer neben mir? Mein Freund Harvey, nervt, bis ich den Mut verliere. Mein Freund Harvey, niemand außer mir kann ihn sehen. Wir werden wohl niemals auseinandergehen.
ein Gesetz und keine Lücke. Runterputzen ist sein Lieblingsfach. So, vielen Dank. Okay. So langsam kriegen wir aber ein ganz normales Gefühl jetzt in der Sache. Dankeschön. So, nächste ist ein. Ja, der andere, ja, lass mal wieder. Also, wenn ich hier Ansatz mache, ja. Das nächste ist einem Menschenschlag gewidmet, den jeder kennt und den man sich so nie richtig entziehen kann. Weil die tauchen immer dann auf, wenn man sie gar nicht gebrauchen kann. Die sind die Damen und die Herren Kontrolleure. Für die ist das nächste Stück, wenn Bullermann kommt.
und der Geld. Wird doch der Szene Grieche gleich in der Nähe ist. Ein offenbarer Mut, auch so mega nackt zu sein wie hier. So aufgepasst wie Mädchen und Buben, für solche Fälle gibt es sonnige Gruben. Wir machen Saint-Tropez bei uns am Baggersee. Fotografen um die Superreiche, dann kriegen wir dieses Jet-Set-Dessen. Auf den 10 geheimen Buchten auf Kreta, Mausel 100 Sprung tief auf einen Meter. Das ist gefährlich, lebensgefährlich, zu viel Gefühl. Ich weiß, die Kunde fühlt sich nicht mehr das, was sie mal war. Doch welcher Badeort passt zu dem Refrain da? Jo und Christian, die kommen gleich nochmal wieder. Das nächste Stück ist was ganz anderes. Ich weiß nicht, wer von euch heute Einer wird gewinnen gesehen hat. Wahrscheinlich nicht so viele. Auf jeden Fall ist ein Stück, das in einer schwülen Nachbaratmosphäre spielt. Dafür brauchen wir erstmal ein paar Requisiten. Einen original schwülen Nachbartisch. Und die Musik ertönt auch schon leise im Hintergrund. Könnt ihr euch schon einstimmen? Telefon steht auf dem Tisch, klingelt und ich melde mich. Ist es Sahne Törtchen von Nummer 10? Stimme klingt echt widerlich, ich winke ihr verführerisch. Wird jetzt langsam zu ihr rübergehen. Wandle elegant durch den Club, einsames, herzliche Lächer, Mann. Auf den Lippen einen Scherz, streichel ganz gewandt ihren falschen Bär. Sag ich hier ganz locker, sag ich hier: Hallo, ich
bin Hermann, küss die Hand, nee, diese Frau. Schmeckt doch gleich, dass sie die richtige sind. Und das mit ihrem Ex-Mann kenn ich selbst nur zu genau. Ihr ja selber durch das Lebenslabyrinth. Nenn mich einfach Hermann, ich merk, dass ich dir trau. Schicksalskinder finden sich auf Plan, auf Plan. Süßen. Kleinen Moment mal, ja. Ihr seid mal ein bisschen leise jetzt hier, habt ihr verstanden, ja? Dass ich mal ein bisschen kommunizieren kann. Und ihr zwei Schnuckelige, ja? Wie geht's uns dann? Kerle, du bist ja ganz. Oh, das finde ich aber scharf. Super. Sag mal, wie, seid ihr ganz alleine hier, ihr zwei? Ja? Ich bin ganz alleine hier. Moment, hier, ich hab mal eine Bitte, ja. Ich hab jetzt echt mal eine Bitte, das geht euch hier gar nichts an, was ich hier mache, ja. Ist das klar? Also, wie heißen wir denn? Gerda. Gerda. Und du? Susa. Susa. Sag mal, seid ihr zwei verheiratet? Nicht. Ich bin auch nicht verheiratet. Ich hatte immer, also ich bin schon 6 Mal verheiratet gewesen, gell? Aber ich hatte immer totales Pech mit meinen Frauen. Ja, ich meine, die waren zwar immer relativ wohlhabend, aber trotzdem, es ist irgendwie. Versteht ihr, ja? Ich war zum soll ich euch mal eine Geschichte kurz. Ach, hör auf, du bist ja ganz wild. Sag mal, soll ich dir mal eine Geschichte erzählen, Gerda? Ja? Und zwar, es war damals mit meiner letzten Frau, mit Hildegard, da war ich mit ihr auf ihrer Yacht, ja? Eine riesige Yacht. Und wir stehen so vorne an der Reling und auf einmal kommt so ein riesiger Haifisch vorbei, ja. Hildegard ist relativ kurzsichtig gewesen und ich sag, Hildegard, guck dir mal der Haifisch. Und sie sagt, Hermann, ich sehe gar nichts. Ich sag, Hildegard, Hermann, Hildegard, Hermann, Hildegard, Hildegard! Ja, ich meine, okay, ich habe die Yacht behalten, aber wer ersetzt mir den Schmerz, ja? Ich mein, hier, das, ich finde das, ich will euch eins mal sagen, ja, ich habe schon viel erlebt, aber man hat mich auch gewarnt, hier in Essen sollen die Leute besonders pietätslos sein, ja? Ja? Das habe ich gemerkt jetzt. Was denn? Was denn? Aha! Das ist ja auch nett. Du, ich muss dir auch was sagen, schlägt mich ständig auf den Magen, denn ich hatte leider nicht viel Glück. Meine Bank, auf die ich baute, hatte leider eine Flaute und jetzt krieg ich gar nichts mehr zurück. Doch hab ne Idee, wie ich's wieder packen kann, fehlt halt das Budget. Ja, sonst könnte ich jetzt gleich ran. Sag mal, süße Fee, könntest du mir momentan was leihen? A busy was leihen, nett? Möchte ich noch sagen, schade, dass ich gehen muss, ja. Weil ich wär echt gerne noch ein bisschen geblieben, weil ich kann sagen, ich muss es euch heute mal sagen, wenn es überhaupt einen gibt, dann steht er heute vor euch. Also was ich sagen will ist, wenn es überhaupt einen gibt, dann bin ich es. Ich bin nämlich sozusagen ein Schmusoperator. Ich bin ein Schmusoperator. Ja, tschüssi, Gossi.
choosing like a new boy would. You got to pack it up, or will you learn it like a schoolboy should? So, jetzt kommt ein Stück für all die Leute, die es satt haben, immer wenn sie in der Badewanne liegen, zu träumen, sie wären Freibeuter oder irgend sowas ähnliches. Und es ist dem Mann gewidmet, der immer ganz oben in seinem Bürohochhaus sitzt und an Knöpfen spielt. Und eines Tages dann so wegdriftet und träumt, er wäre ein kleiner Pirat. Er hat eine Menge Bücher über Störtebeker und über Captain Cook gekauft. Dann hat er seinen Käfer, die alte Schnecke, von Hoppelchen in rostiger Corsa umgetauft. Nun steht er da mit seiner Augenklappe und legt die Sache nur noch halb so gut. Holz meiner Trappe und Totenkopfleier machen ihm wieder Mut. Mit dem Enterhaken in den neunten Stock. Hey, 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 hey.
Dankeschön. Der kleine Pirat. So, wir, vielen Dank. Wie ihr bereits gemerkt habt, haben wir heute Abend, haben wir gedacht, wenn wir schon mal im Rockpalast spielen, hauen wir es ein bisschen auf die Kacke und bringen auch ein paar Gäste mit, um das ein bisschen bunter zu machen. Und die Gäste, die wir vorhin hatten, die Bläser und auch die beiden da am Tisch, die kommen nachher nochmal, da werden sie nochmal genau begrüßt. Aber jetzt erstmal möchte ich euch bitten, einen der verrücktesten und besten Cellisten, die ich überhaupt kenne oder wir kennen, willkommen zu heißen. Das ist vom Frankfurter Kurorchester Frank Wolf. Frank, ist alles okay? Frank, ist gestimmt? Okay. Ja. Gut, ich fange an. Das Stück heißt, hat so einen laschen Titel. Das Stück ist total müde. Das ist so lasch. Das heißt, ich bin müde.
Frankfurt! Frankfurt von Frankfurt der Kurorchester. Moment, wir müssen mal hier ein Transparent schenken. Das ist aber dünn geschrieben, Moment, was? Wir grüßen Erwin, ihr kommt mit dem ganzen Ding an, habt ihr euch so gedacht? Zack. Also bei der Gelegenheit können wir auch mal Dänemark grüßen. Dänische Fraktion. Und Andorra! Liechtenstein! Wuppertal! So, jetzt kommt ein Stimmungswechsel. Jetzt kommt ein ruhiges Stück. Und das heißt normale Härte. Muss das anders sagen? Leute, das Stück heißt normale Härte. Programm. Stopf eine Rolle Kekse in mich rein. Aber klingelt an das Telefon, geh ich trotzdem sofort ran. Von wegen, da will sich nur einer die Bohrmaschine leihen. Das ist normal. Yeah.
Vielen Dank. So, und jetzt sind sie noch mal da oben, deswegen jetzt noch mal beim Namen genannt. An der Trompete Jo Reitz. Und zweiter im Powerpack ist Christian Schneider. Den ihr vielleicht kennt von Marius und von Moment Anne Heiges und Flaschen. Nein, noch nicht.
Die Bläser bleiben gleich da und jetzt darf ich noch mal begrüßen von vorhin Susi Grabe von der Frankfurter Band OBC, die bei der Platte auch schon mitgesungen hat. Und Gerd Knebel von der Frankfurter Band Flatsch in der Original Rottgauer Tracht. Weil die Leute sowieso denken, wir wären immer alle so vom Land und so ein bisschen doof. Und aber dann machen wir das richtig. Und das Stück, was wir spielen, das heißt Erbarm die Hesse komme! Da muss ich mal gucken, ah, da guckt er in der Tasche. Ich glaub, du bist da überhaupt nicht hip, du Depp. Muss mir das sein? Ach, halt mal da auf mit dem bekloppten Rest. Das ist doch alles nur nett, ist doch billig und lang. Was? Da hast du da Kipp, du Kapp. Komm, mach dich dünne Typ, schwer ab. Was hat denn da der Papa da? Und jetzt ihr? Wo hat da der Papa die Flasch? Und nochmal, was hat denn da der Papa da?
die Bier. Und ne Hip und ne Hop und ne Shop in den Kopf und ne 5 und ne 6. Da lacht die Gummi. Cello von Wolf. Vielen Dank. So, ich spiele jetzt noch eins, also noch unser letztes Stück. Das widmen wir heute mal den Leuten, die zu Hause in Hessen Feste feiern, weil wir hier spielen und jetzt den Fernseher anhaben. Schoppe-Kloppe und so. Volle Lotte! Fische im Ozean. Die Regenwürmer machen sie platt und doch mich macht bald gar nichts mehr an. Die Leute im Ort, wo ich wohne, die heulen, hier ist ja nichts los. Für was gibt's in solchen Fällen denn Telefone bloß? Alle sagen, es gibt schon seit Jahren keine guten Partys mehr. Ich sag, man braucht nicht zu planen, die Wüsten spontanen, die geben doch am meisten her. Volle Lotte wieder mal, so richtig hysterisches Fest wie beim allerersten Mal. Feier bis zum Abend. Eltern schickt man ins Kino, am besten 3 Stunden Rennruhe. Ob in der Garage, ob 10. Etage, bin jetzt schon die Architektur. Die Nachbarn kann man bestechen, die Streife Granat ignorieren. Ob Schallwellen, Fenster zerbrechen, kann man dann in Ruhe probieren. Alle sagen, es gibt schon seit Jahren keine guten Partys mehr. Eine Wurzel auszublasen und fliegen zu lassen, das ist doch wirklich nicht so schwer, oder? Volle Lotte wieder mal, so richtig hysterisches Fest wie beim allerersten Mal. Feier bis zum Artist, hey! Wir brauchen mal eine Pause von der Coolness und der ewigen Besonnenheit. Volle Lotte wieder mal, sagt die Anna.
Applaus! Vielen Dank. Für die Uhrzeit habt ihr eine bemerkenswerte Kondition. Ein Schleim. So, ist für all die Leute, die immer alles Gute verpassen, weil sie gerade irgendwas anderes machen müssen. Und das heißt immer ohne mich. Italien an. Sie lachen augenzwinkern über Witze, die ich nicht verstehen kann. Die anderen schwärmen nur von Partys, wenn ich an dem Tag gerade krank war. Und kaum ich schon dabei, Hemd-Taxi, das kriegst du, wenn man vorher punk war. Am falschen Ort, zur falschen Zeit, verpasse sowieso jede Gelegenheit. Wenn ich geh, dann fängt's danach erst richtig an. Und nächstes Mal ist BBC dran. Ich weiß genau, wenn irgendwo mal was passiert, passiert es immer ohne mich. Sich irgendjemand amüsiert. Tolle Stories von vergangenen Demonstrationen. Ich weiß nicht, wo ich damals war, doch jetzt wird sich das alles nicht mehr lohnen. Und von fernen Ort zur falschen Zeit verpasse sowieso jede Gelegenheit. Wenn ich gehe, dann fängt er erst richtig an. Und nächstes Mal ist Babys in den Gang. Ich weiß genau, passiert es immer ohne mich. Sich irgendjemand amüsiert. Immer ohne mich. Kommt ein historischer Moment. Und wenn Gott hier verpennt. Und Gott hier verpennt. Ja, Zeit, verpasse sowieso jede Gelegenheit. Oh, ich frag mich manchmal, wenn dann schon mal was geschieht, krieg ich das auch wirklich mit? Ich weiß genau, wenn irgendwo mal was passiert, passiert es immer ohne mich. Sich irgendjemand amüsiert.